Drei Träger des roten Trikots hatten wir bis jetzt, nämlich Remco Evenepoel, Michael Matthews und jetzt Simon Yates. Und damit herzlich willkommen zur 14. Etappe dieser Vuelta. Es geht so langsam in die entscheidende Phase. Heute noch eine Etappe mit etwas angezogener Handbremse, aber es ist sozusagen der Prolog für die richtig entscheidende Phase dieser Rundfahrt. Wir sehen die beiden Yates-Brüder als Top-Favoriten auf den heutigen Tagessieg. Und ich bin sehr gespannt, was die heute zeigen können. Denn beide führen momentan quasi in der Gesamtwertung. Zeitgleich sind sie auf Rang 1. Das heißt, die heutige Etappe könnte eventuell schon eine, ja, Vorentscheidung, möchte ich eigentlich gar nicht sagen, aber eine sehr interessante Etappe auf jeden Fall werden. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf der Strecke und schauen uns das an. Bis gleich. Friton Fraser. Ja, und da wären wir also startfrei für Etappe Nummer 14 bei dieser Spanien-Rundfahrt. Ja, und ihr seht es schon, vielleicht, wenn ihr die Augen gespitzt habt und schön aufpasst, dann seht ihr, dass heute tagesformtechnisch ein bisschen der Wurm drin ist. Also sowohl Vlasov als auch Leknesund mit einer eher schlechten Tagesform. Der Einzige, der da positiv sich hervortut, ist Abdi Zahiri. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird sich das die nächsten Tage noch entwickeln? Denn jetzt fängt ja gerade, ich habe es ja schon gesagt, diese wichtige Phase an dieser Vuelta. Jetzt geht es richtig ans Eingemachte. Die nächsten 3 Tage entscheidet sich wahrscheinlich der Gesamtsieg und große Teile der Gesamtwertung. Vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr vieles steht jetzt momentan zur Disposition. Und ja, da hoffe ich natürlich, dass unsere Fahrer gute Beine haben werden für dieses Finale der letzten Grand Tour der Saison. So, Ibrahim versucht jetzt in die Ausreißergruppe zu gehen. Heute natürlich nochmal ein Tag, wo durchaus auch eine Gruppe wegkommen könnte und vielleicht auch den Sieg unter sich ausmachen könnte. Durchaus möglich. Insofern versuchen wir natürlich einen der wenigen Fahrer, die wir haben, mit guter Tagesform, nämlich Alaa-Ali Ibrahim, hier vorne mit reinzuschiffen. Das wäre richtig gut. Jetzt gibt es weitere Attacken. Das ist gar nicht mal so gut. So, wen haben wir hier? Garcia und Gastauer. Und davor haben wir eine Gruppe mit Fabio Aru. Carapaz ist mit drin. Betancourt, Izagirre, Stefan Küng auch wieder mit am Start in dieser Ausreißergruppe. So, Ibrahim jetzt an den anderen beiden dran. Und jetzt werden sie natürlich versuchen, mit gemeinschaftlichen Kräften oder mit gemeinsamen Kräften daran zu kommen. So, wir schauen uns kurz die Etappe an, die heute vor den Fahrern liegt. 2 Sprintwertungen gibt es am Anfang des Rennens, dann ein paar Bergwertungen. 3. Kategorie, 2. und 2. Kategorie und dann gibt es das Finale. Und das hat es wirklich in sich. Der Peña Cabarga, 3,9 Kilometer, zwar nur lang, aber eine durchschnittliche Steigung von 11%, das ist halt schon wirklich heftig. Und da gibt es 10 Punkte zu holen, das heißt, es ist wohl, also entweder ein Berg der 2. Kategorie, der halt doppelt gezählt wird, weil es der letzte ist, oder es ist ein Berg der 1. Kategorie, was ich ein bisschen wild fände. So, die Thibaut Pinot versucht jetzt auch noch in die Gruppe reinzukommen. Während wir jetzt hier Ben Gastauer verloren haben, der Mann aus Luxemburg kann nicht mehr folgen beim Versuch in die Spitzengruppe reinzufahren. Ja, und auch Alaa-Ali Ibrahim hat hier so langsam Probleme. Und dabei sind wir so nah dran. So, ich hoffe, dass diese Gruppe jetzt bald mal eingeholt wird, weil die ist natürlich der Grund dafür, warum die vorne so bolzen. Also Ibrahim kann leider auch nicht attackieren gerade, oder? Ja, doch kann er. Wenn er will, dann kann er das. So, mit den letzten Kräften versucht es Ibrahim jetzt nochmal da vorne ranzufahren. Aber es ist brutal schwer. Und es bringt auch nichts. Es bringt auch tatsächlich nichts. Also er muss jetzt eigentlich warten auf diese Gruppe mit Thibaut Pinot. Und dann halt hoffen, dass das irgendwie funktioniert. Das Feld fährt der Gruppe nicht mehr hinterher, das ist gut. Also jetzt hier irgendwie dranhängen, das wäre wichtig.
Während wir hinten jetzt mal Jansen Getränke holen schicken. Der ist heute unser Wasserträger, unser Sprinter vom Dienst. Muss heute in den Mannschaftsdienst treten. So, 20 Fahrer an der Spitze. Ibrahim ist einer davon. Und jetzt hoffen wir, dass er diese kleinen Wellen, die es hier gibt, übersteht. Uff, schwierig aber. Sehr, sehr schwierig. Wie viele Gruppen haben FDG-Fahrer sind hier vorne? Vier? Ist ja absolut wild. Also, das ist wirklich krass. Die sind hier komplett mit der Mannschaftsstärke drin. Aber ey, wir sind der Letzte aus dieser Dreiergruppe, der es vorne reingeschafft hat. Garcia und Gastauer beide platt gegangen unterwegs. Also, da können wir auch durchaus mal stolz sein auf Al-Ali Ibrahim. Werde ich ihm auch per Funk natürlich mitteilen vom Teamwagen aus, dass er der Einzige ist von den dreien, der es geschafft hat hier vorne rein. Sehr, sehr schön. Ob das hier eine Etappe ist, die ihm liegt, sei mal dahingestellt. Also ich traue ihm schon zu, dass er die schnell beenden kann, dass er hier auch weit vorne reinkommt. Natürlich ist die Konstellation ein bisschen schwierig, wenn hier Leute dabei sind wie Thibaut Pinot oder auch Richard Carapaz. Dann wird es natürlich schwierig für einen Al-Ali Ibrahim hier die Etappe zu gewinnen, keine Frage. Und erstmal muss natürlich auch das Hauptfeld mitspielen, weil wenn die wieder durchdrehen und sich denken, no, nö, die Ausreißer, die lassen wir aber nicht weg, da fahren wir mal richtig hinterher mit allem, was wir haben, dann wird es natürlich auch schwer. Beziehungsweise dann wird es nicht möglich sein. Na, so ehrlich muss man sein. So, gleich gibt es die erste Bergwertung des heutigen Tages. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie hier vorne die Platzierungen aussehen, wo hier jeder ist in der Bergwertung. Guck mal hier, wie Ibrahim sich einfach schon wieder erholt hat. Ne? Das ist so krass. Der ist so eine Maschine, der Mann. So, jetzt aber Augen auf in Sachen Bergwertung. Samitier, den brauchen wir nicht vorstellen. Van Moor hat ja auch ein paar Punkte gesammelt in der letzten Etappe. Also sind schon ein paar gut Platzierte mit dabei. Und der Vorsprung vor dem Hauptfeld ist jetzt auch nicht so riesig von unserer Gruppe hier. Mit nicht mal ganz 2 Minuten. So, vorne holt sich Küng die Punkte. Das ist gut. Jenny jetzt wird Zweiter. Ich glaube, Samitier könnte dann auf Platz 3 reingekommen sein. Laut Spiel hat er jetzt 15 Punkte. Boah, das ist schon ein bisschen was, ne? Also so ganz hinten dran ist er dann doch nicht. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Alle ziemlich weit hinten platziert. Und ihr wisst, das mag ich nicht. Und das hat natürlich auch Gründe, denn da kann man sehr, sehr leicht abgehängt werden. Und das wollen wir nicht. Gerade Vlasov sollte das nicht passieren und der ist wirklich extrem weit hinten im Feld. Also bitte einmal komplett nach vorne fahren und da ist die Lücke aufgegangen. Sowas darf natürlich nicht passieren. Nur Zakarin versucht sie zu schließen. Ganz alleine hier der Russe. Kapitän, glaube ich, von seiner Mannschaft CCC, wenn ich mich nicht täusche. Aber die dürften keinen anderen dabei haben. Guck mal kurz. Ja, nee, ist schon der Kapitän. Ist ihnen offenbar egal. Na denn. So, immer noch 2 Minuten Vorsprung für die Gruppe. Vlasov ist jetzt wieder drin. Super. So, die Jungs müssen wirklich weiter vorne fahren. Auch wenn es schwer fällt. Bei so einem Tempo. Und bei so einer Konkurrenz. Es hilft ja nichts. Und jetzt hier wieder sag ich schon. Groupama FDJ mit 5 Fahrern sogar dabei. Holy moly. Und jetzt versuchen sie hier richtig Tempo zu bolzen am nächsten Anstieg, der eigentlich erst noch beginnt. Aber das sieht so aus, als würden die hier Fakten schaffen wollen. Und Thibaut Pinot, das ist mit Sicherheit der beste oder einer der besten Bergfahrer hier vorne drin. Ich meine, Carapaz ist auch nicht von schlechten Eltern. Also vielleicht will Thibaut Pinot hier frühzeitig schon als Solist die Etappe dann fortführen. Zuzutrauen wäre es ihm allemal. Aru natürlich auch. Klasse Fahrer, nicht mehr ganz so stark, wie er schon mal war. Ist ja auch ein Vuelta-Gewinner schon gewesen in der Vergangenheit. Das vergisst man gerne mal, aber der Mann hat mal eine Grand Tour gewonnen. Unfassbar. So, Cambrai ist da hinten jetzt platt.
Da geht nichts mehr. Und auch Daniel Biedermann. Da gehen so langsam die Lichter aus. Lecknesund, weit hinten im Feld. Wieder mal zu weit für meinen Geschmack, aber okay. So, Biedermann kann sich jetzt auch auf die eigenen Aufgaben konzentrieren. Und jetzt schauen wir, dass wir hier irgendwie gut drüber kommen. Über diesen Anstieg der zweiten Kategorie. Also unsere Kapitäne hier sind ganz gut dabei. Und jetzt gibt es also vorne Attacken. Da geht es um die Bergwertung. Jonny Sagiri greift an. Jan Hirt fährt hinterher. Und Ibrahim scheint hier bislang echt gut dabei zu sein. Kann auch diese Attacken wieder ganz gut kontern. Und ist da jetzt vorne dabei im Geschehen. Aru nicht mehr. Und ich glaube auch, Thibaut Pinot ist da zurückgefallen. Und apropos zurückgefallen, was passiert denn hier? Okay, Überraschungsattacke der Favoriten. Und ein paar Fahrer sind da, glaube ich, wirklich überrascht. Also unser komplettes Team erstmal, die waren gar nicht darauf vorbereitet. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also, wir haben hier vorne unsere Ausreißergruppe, ne? Isagire ist mit dabei, dann haben wir Ibrahim, Carapaz, bla bla bla. Dann die Gruppe Aru. Und dann haben wir hier eine Gruppe mit Dan Martin, Achter in der Gesamtwertung, Mollema auf Platz 12. Soler, Yates, Pogacar, Mühlberger, der andere Yates, Hindley. Da sind wirklich alle dabei, außer wir. Kann das sein? Ich hoffe, dass noch jemand anderes ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Bardet, Landa, Roglic, okay. Oh, ist hier kein Guter mehr hinten drin. Nur wir. Das kannst du jetzt nicht sein. Warte mal. Okay, Matthews ist auch hier hinten. Aber von dem erwartet auch niemand was. Evenepoel hat es auch geschafft. Die sind alle hier vorne drin, ne? Nur wir nicht. Okay, Landa natürlich, klar. Roglic, Bardet. Das sind ja alles keine Top-Tier-Fahrer. Shit, ey. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt hier schon mal. Da müssen wir jetzt eine Lücke zufahren. Und das war ja eigentlich mal gar nicht geplant. Das war jetzt gar nicht im Plan mit drin. So, Ibrahim braucht jetzt hier auch kein Tempo machen. Ich weiß nicht, warum die anderen kein Tempo machen wollen. Aber Ibrahim ist jetzt wirklich nicht dran, hier Jonny Sagiri hinterher zu fahren. Bei dieser Konkurrenz. Vielleicht wollen die auch auf den Rest der Gruppe warten. Maybe. Ja, und dann haben wir hier halt diese Favoritengruppe. Jansen versucht da jetzt mitzuhelfen, die wieder einzuholen. So, Ibrahim hinten in der Gruppe. Jonny Sagiri mit einer Minute Vorsprung vorne. Jetzt kommt hier das Favoritenfeld halt, ne? Also mega starker Move. Da haben sie uns einfach mal übertölpelt. Ich hätte nicht gedacht, dass da sowas kommt. Und wieso verlieren wir eigentlich ständig den Anschluss auf irgendwelche Fahrer? Was soll das denn? Oder greifen die da immer an? Also Landa, Roglic, Bardet sind jetzt auch wieder ein Ticken vor uns. Maika macht hier Tempo. Wahrscheinlich für Buchmann. Ja, Buchmann genauso ein Tölpel wie wir. Hat sich da komplett über den Tisch ziehen lassen. So. Jonny Sagiri immer noch vorne. Der könnte hier zum Etappensieg stürmen, wenn es so weitergeht. So, Ibrahim greift jetzt auch mal an hier hinten. Richtig und wichtig, denn das ist die letzte Chance, noch irgendwie vor dieser Favoritengruppe davon zu fahren. Ibrahim ballert da jetzt richtig den Anstieg hoch. Und da kommt auch schon die Favoritengruppe. Roglic und Co. haben es reingeschafft, unsere Jungs natürlich nicht. Junge, Alter, ist es euer Ernst? Fahrt von mir aus selbst. Es ist mir kackegal. Aber diese Lücke muss geschlossen werden, Mann. Kann ich euer Ernst sein? So. Da vorne haben wir Isagiri gesehen. Carapaz, Hirt und Ibrahim jetzt hier unterwegs.
Es ist unfassbar, Mann. Es ist halt wirklich, es ist so schwach. Wenn wir jetzt hier wirklich Zeit verlieren, das wäre so bitter. Das können wir uns eigentlich nicht leisten, ne? Weil die anderen sind eh stärker. Auch im Hochgebirge. Also wir werden auch so noch genug Zeit verlieren. So ist es ja nicht. So, Jansen. Ballert jetzt hier volle Kanne rein. Und eigentlich müssen wir jetzt Ibrahim zurückpfeifen, ne? Weil der hat eine Minute Vorsprung. Also ich glaube, die Chancen, dass Ibrahim die Etappe gewinnt, sind ultra low. Und die Chancen, dass er unseren Jungs hier hinten nochmal hilft, die sind wenigstens vorhanden. Also, Al-Ibrahim lässt sich zurückfallen. Ich überlege gerade auch, ob wir Lecknesund einfach mal opfern. Weil Lecknesund hat mich noch nicht einmal überzeugt, ehrlich gesagt. Soll der auch einfach mitführen, oder? Was soll's? Soll der doch einfach mitfahren. Aber gleich haben wir auch Ibrahim mit dabei und dann braucht Lecknesund eigentlich auch nicht mehr in die Führung gehen. Eieiei. Was ein Rotz. Mir tut's halt leid für Al-Ali. So. Und er kann jetzt mitführen. Jansen und Ibrahim versuchen jetzt die Suppe wieder auszulöffeln. Ich hoffe, Jansen bleibt in der Gruppe drin, ne? Der jetzt auch noch rausfällt, das wäre jetzt Worst Case. Könnte aber passieren. Kemna ist wieder mit drin, okay. Wir haben 2 Minuten Rückstand auf die Gruppe. Vorne drei Fahrer, die werden jetzt auch gleich eingeholt. Also diese Gruppe macht den Sieg unter sich aus. Und wir hier hinten werden wahrscheinlich gar nichts machen. Ibrahim ballert da vorne, macht auch einen richtig guten Job. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Auf geht's, Lecknesund. Musst vorne mit rein. Was soll's. Ja, Vlasov und Zahiri jetzt mit Problemen langsam. Überrascht mich jetzt nicht so sehr. Kilometer noch für unsere Jungs. Ja, Lecknesund ist jetzt auch fast platt, aber ganz ehrlich, Lecknesund, der fährt hier bislang so eine schwache Vuelta. Ja, was soll man dazu sagen? Jo, hier vorne wird richtig geballert. Also die wissen auch, unsere Mannschaft ist hinten dran. Aber auch nicht so krass hinten dran, ne? Also es ist jetzt nur noch 1 Minute. Es ist durchaus noch ein bisschen Resthoffnung vorhanden. Buchmann geht jetzt selbst mit durch die Führung. Krass. Zehn Kilometer noch. So, Ibrahim ist platt. Da geht nichts mehr. Jansen jetzt kurz vorne. Es ist so hart, ey. Das ist gerade wirklich brutal. Immer noch 1 Minute. Da vorne ist die Gruppe mit allen Favoriten. Und wir können dabei zusehen, quasi, wie sie uns davonfahren. Was macht O'Connor? Ist das eine Attacke oder eine Tempoverschärfung? Er macht Tempo. Super. Ben O'Connor macht Tempo. Das könnte nochmal wichtig sein. Finde ich auch cool, dass der jetzt hier Tempo macht.
ehrlich gesagt. So. Vlasov vorne mit dabei. Zahiri ebenfalls. So, Vlasov soll mal einfach sein Tempo fahren. Weil ich weiß, wenn wir den jetzt Attacken mitgehen lassen, dann ist er komplett. Dann ist er einfach vorbei. Zahiri kann richtig Gas geben. Der hat nämlich gute Beine heute eigentlich. Ja, und Vlasov, das tut weh hier. Kilometer noch. Zahiri müssen wir jetzt natürlich auch ein bisschen managen, können nicht einfach nur ballern. Aber der wird wenigstens nicht viel Zeit verlieren am Ende. Das ist schon mal gut. Der wird immerhin nicht so viel Zeit verlieren. Sage ich jetzt mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn hier. Aber ich denke, das sollte klappen. Noch ein Kilometer. Bisschen Zeit wird er natürlich verlieren. Das bleibt nicht aus. Gelber Balken ist halt jetzt komplett Jock. Roter Balken auch. Ja gut, vielleicht verliert er doch ein bisschen Zeit. Adam Yates gewinnt die Etappe vorne vor seinem Zwillingsbruder Simon. Das heißt, das könnte interessant sein für die Gesamtwertung. Damit könnte Adam hier die Führung übernommen haben. Ne? Zahiri wird am Ende 18. Wir warten auf Vlasov. Ah, der kommt jetzt auch irgendwann ins Ziel gedümpelt auf Platz 52. Und damit glaube ich, das Positive ist, wir können uns, glaube ich, die Sache mit der Gesamtwertung einfach aus dem Kopf schlagen. Darüber müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Weil ich glaube, was die Gesamtwertung angeht, sind wir jetzt einfach raus. Oder? Ich sehe jetzt keinen mehr, der in der Gesamtwertung großartig ein Thema sein könnte. Klasse. Ja, Adam Yates gewinnt die heutige Etappe. GG. An ihn, 2. Etappensieg, 3. Etappensieg für die Familie Yates natürlich. Und damit, also Etappensieg für Adam, vor Simon, dann Marc Soler, Dan Martin, Pavel Sivakov, Mollema, Bernal, Hindley, Bardet und Evenepoel. Wir haben heute komplett den Postabgang verpasst. Hätte nicht gedacht, dass überhaupt einer passiert, so früh im Rennen. Und das hat mich im Endeffekt das Rennen gekostet. Und damit jetzt wirklich Adam Yates vorne, vor Simon Yates. Wir sind nicht mehr unter den Top 10 vertreten, ist aber nach der heutigen Performance auch kein Wunder. Mit ein bisschen Glück können wir uns immer noch über das Bergtrikot freuen. Ein Punkt vor Adam und 2 Punkte vor Simon Yates liegen wir da immer noch vorne mit Vlasov. Die Punktewertung führt Michael Matthews an vor Adam Yates und Dean Smith. In der Nachwuchswertung führt Hindley vor Evenepoel und Bernal. Und in der Teamwertung sind wir immer noch vorne, wenn auch jetzt mit einem deutlich geringeren Vorsprung. Das ging schnell. Ne? Ja, und dann schauen wir auf die Gesamtwertung. Unser bester Fahrer ist jetzt Abdi Zahiri mit 7 Minuten 26 Rückstand auf Rang 15. Und nochmal eine Minute dahinter ist dann Alexander Vlasov auf dem 16. Rang. Da brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Das ist eine komplett desolate Leistung heute gewesen. Andy Leckensund mit über 12 Minuten, aber der war ja dann auch, ne, den habe ich dann auch mit in die Führungsarbeit geschickt, weil man einfach gemerkt hat, der Boy, der hat ja gar keine Beine und der hätte so oder so heute viel Zeit verloren. Und so hat er nochmal ein bisschen geholfen, hat Schadensbegrenzung für Zahiri betrieben, das war wichtig und richtig. Da nochmal an der Stelle danke an Andreas Leckensund und an die komplette Mannschaft, die noch versucht haben, ja, das Schlimmste abzuwenden. Hat nur nicht ganz gereicht. Aber wie gesagt, dann können wir ein bisschen entspannter reingehen in die ganzen Bergetappen, die jetzt kommen und in die ja, wichtige, entscheidende Phase in Sachen Gesamtwertung. So blöd es auch klingt, ne? Aber da haben wir halt wirklich nichts mit am Hut. Was schon ein bisschen, ja, holt einen zurück, ne? Holt einen zurück auf den Boden. Nachdem es ja so gut anfing, nachdem wir Vlasov zum Teil auf Platz 3 hatten. Und das ist die nächste Etappe. Also es geht zum Lagos
De Covadonga, 168 Kilometer, klassische Bergankunft, allerdings ohne Berge davor, also komplette flache Etappe und dann Berg. Spannend. Sehen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, sorry für die Leistung, was soll ich euch sagen? War heute halt gar nichts. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zur Vuelta, wenn ihr mögt. Bis dahin. Ciao, ciao.